Also, ich habe eben einen wirklich interessanten Film gesehen. Picasso bei der Arbeit. Das ist doch das erste Mal, dass ein Maler bei der Arbeit gefilmt hat. Nein, das stimmt nicht ganz. Von Picasso ist das allein schon der dritte Film. Sehen Sie mal hier. Mhm. Schon damals, im Jahre 1922, gab es solche Filme. Schaffende Hände hieß die Reihe. Damals hat Dr. Kürlis Aufnahmen gemacht von Zille, Gross, Dix, Sintenis, Korinth, Liebermann, Slefo, Kollwitz, Kolbe und vielen anderen. Wie Sie sehen, brachten die Illustrierten eine Menge Bilder aus diesen Filmen. Ach, von diesen Künstlern kenne ich manche schon gar nicht mehr. Ja, das glaube ich. Bis heute hat Kürlis über 60 Künstler gefilmt. Und die Presse hat sich eingehend damit beschäftigt. Sehen Sie mal hier. Sagen Sie, wo liefen die Filme denn? Überall. In Paris sind sie jahrelang gelaufen. Gibt es die denn noch? Natürlich. Kann man die noch sehen? Ja. Kommen Sie mal mit. Hier am Arbeitstisch von Kürlis hängt das, was den Krieg überdauert hat. Von den schaffenden Händen. Greifen wir einmal die drei deutschen Meister des Impressionismus heraus. Max Levogt, Max Liebermann, Lovis Korinth. Korinth war der erste Maler, der beim Malen gefilmt wurde. Und das war im Jahre 1922. Ach, schon 1922? Ja, da staunen Sie, was? Mhm. Und nun sehen Sie Lovis Korinth am Tage, an dem er gefilmt wurde. Es war im Vorgarten seines Hauses im Hansaviertel. Ohne eine Andeutung von Vorzeichnung streicht er Weiß und Blau zur Luft zusammen. Der technische Zustand des Filmes hat im Laufe der Zeit sehr gelitten. Das müssen Sie berücksichtigen. In diese Luft setzt er die Baumkronen, bevor die untere Bildhälfte entsteht. Der pulsierende Strich schafft den lockeren Grund und das flutende Leben der Peinture, das die Alterswerke Korinths kennzeichnet. Wir erleben ein dramatisches Geschehen, ein Phänomen. Korinths Hand, durch zwei Schlaganfälle bereits schwer beeinträchtigt, fährt zitternd über die Bildfläche. Nur mit großem Energieaufwand gelangt der Pinsel dorthin, wohin das Auge ihn bestimmt. Oft wird die Farbe mit einem Ruck aufgetragen, nachdem die Hand gleichsam gezielt hat. Für den schweren Mann und seine mächtige Malerei eine fast zierliche Hand, der kleine Finger weit weggestreckt. Nichts von der Malerfaust, die in vielen Aufsätzen über Korinth symbolisch erwähnt ist. Immer wieder ändert er das Motiv. Nach des Meisters Tode schrieb seine Frau, die bekannte Malerin Charlotte Behren-Korinth, als sie den Film wiederholt im Lichtspielhaus gesehen hatte, er fühlte sich beim Filmen keinen Augenblick gehemmt oder geniert. Er malte genauso, wie er stets malte. Ich schäme mich nicht, es einzugestehen, dass ich jeden Abend den bitter schmerzvollen und dennoch so sehnsüchtig erwarteten Augenblick bestürzt genoss, noch einmal sehen zu dürfen, wie Korinth gemalt hat. Und ich verfolgte jede Phase mit Inbrunst. Ich empfand, dass diese Filmaufnahmen ein Dokument von unschätzbarer Bedeutung sind, da sie über die irdische Zeitdauer hinaus das Kostbarste des Künstlers übermitteln können, seine schöpferische Stunde. Einige Gemälde Korinths sollen uns an seine Art erinnern. Die Selbstbildnisse waren malerische Bekenntnisse in vielen Formen und Situationen. Naturalistisch, ohne Schöntuerei. Oder um der blanken Rüstung willen mit Modell. Der Tod lebt nicht, er ist ein Skelett. Als Mann der guten Gesellschaft. Als Maler, der seine Familie malt. Und der alte Korinth, skizzenhaft breit hingestrichen. Max Liebermann, der Altmeister des deutschen Impressionismus, war der zweite Maler, den Kürlis aufnahm. In Holland suchte und fand er viele Motive. Menschen bei der Arbeit ohne Pathos,
um der reich bewegten, lichtdurchströmten Farbenwelen gemalt. Keine idyllische Erzählung. Kühl bleiben sie im Inhalt und in der Farbe. So spricht das Waisenhaus nicht das Gemüt an. Und beim Kaffeegarten fesselt das Gebäude der Bäume. In seinem Atelier filmte Kürlis ihn wiederholt. Hier zeichnete Liebermann seine Tochter. Und seine Frau. Nach diesen Studien sehen wir ihn jetzt malen. Leider blieb von alledem nur ein kurzer Ablauf erhalten. Dafür ist er besonders charakteristisch für die eine Art seiner Pinselführung. Der damals 70-Jährige war einer der schlagfertigsten und witzigsten Menschen. Auch darum ist es außerordentlich aufschlussreich, die Beobachtung dieser Art der Malerei heute noch machen zu können. Erstaunlich langsam und bedächtig setzt er die Farbe auf. Kaum, dass die Pinselspitze sich bewegt. Es ist sehr schade, dass zwei andere Aufnahmen verloren gingen, die sein sehr temperamentvolles Zeichnen festhielten. Sonst wäre eine Gegenüberstellung zu dieser auffallend ruhigen Arbeitsart sehr interessant. Kontrastreich und licht, mit nicht vielen, aber festen Pinselstrichen, sah sich der jüngere Slevogt beim Malen. Ebenso breit und fest skizziert er die Landschaft. Auch er verzichtet auf idyllische Stimmung. Licht dominiert. Der damals moderne Impressionismus griff auch moderne Themen auf. Rennen waren gesellschaftsfähig. Tanz und Theater gaben dankbare Motive her. Hochgeschätzt war das Gemälde des Sängers D'Andrade als Don Juan. Er wich aber auch betulichem, breit geformten Kinderbildnis nicht aus. Vielseitig griff er als Grafiker nach manchen Stoffen. So reizte ihn Mozarts Musik und Notenblätter zu manchen graziösen Illustrationen. Seine Fantasie schweifte gern in die Welt und in die Bücher, in denen Wunderdinge geschehen. Noch ein Selbstbildnis aus der Zeit der Filmaufnahme. Slevogt zeichnet auf einen lithografischen Stein. Eine kurze, fleischige, feste Hand ist das Werkzeug von Max Slevogt. Ein Frauenakt entsteht. Der Raum einer Höhle wird angedeutet. Dorthin setzt er einen Räuber. Ein zweiter kommt daneben. Wie der Sprung eines Vogels hüpft die Hand hin und her, bald hierhin, bald dorthin. Schattenflecke markieren die Umgebung. Und jetzt springt die Hand, das Stückchen Kreide zwischen Daumen und Zeigefingerspitzen unruhig, aber treffsicher über die Fläche geführt, verteilt Schwärzen und Konturen und bringt das Blatt grafisch ins Gleichgewicht.
Man spürt, der Meister sieht schon das fertige Bild auf dem Stein. Er braucht ihn nur mit Drücken und Wischen die vollendete grafische Form zu geben. Dass dabei trotzdem Akzente von hell und dunkel sich bilden, die gleichsam unerwartete Pointen sind, liegt im Wesen jeder Arbeit, welche das Kunstwerk wahr und bleibend macht. Diese Wahrheit gilt für jeden Kunststil, also auch für den Impressionismus. So sahen Sie den ältesten Teil des Zyklus Schaffende Hände vom Kulturfilminstitut.